Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr dabei seid und ja, heute, ja, ihr seht es schon, was vom Huge Dragon und er hat sich selbst übertroffen. Ich glaube, ich habe das schon das ein oder andere Mal gesagt, wenn ich Sachen von ihm vorgestellt habe, aber das hier ist wirklich, ja, sein Meisterstück, würde ich fast sagen. Wahnsinn, er hat eine Schiffswerft gebaut mit 5 Funktionen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben hier die Werft an sich. Können wir Fahrzeuge kaufen, also Schiffe kaufen. Dann können wir hier, ich zeige es euch kurz, Züge kaufen. Wir können Fahrzeuge für die Straße kaufen. Und wir haben hier noch eine Haltestelle. Das ist der Wahnsinn. Also, und natürlich hat das Ganze noch eine Funktion als Asset. Es sieht schön aus. Wow, absolut. Ich bin baff. Wie gesagt, das Ganze sieht bombastisch aus. Ja, wir haben hier die Werft, hier die Trockendocks, hier liegt ein Schiff drin. Die Arbeiter sind hier unterwegs. Kräne sind verteilt. Hier haben wir auch noch ja, so Waggons mit Schiffsteilen. Absolut Wahnsinn. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier ist auch noch ein Schiff. Das ist bestückt mit Luftballons. Zur Feier des Tages, denn wir haben hier das 100. Schiff. Herzlich feiern Fertigstellung des neuen Schiffs. Phils Schiffswerft. Und wenn wir jetzt hier Papenburg, das ist ja die große Werft hier in Deutschland, dann steht das da. Und wir können das Ganze, wenn wir auf Konfigurieren gehen, können wir hier noch die Sprache ändern. Können wir entweder das Modul schließen, dann ist hier nichts. Wenn die sagen, Pille-Palle da, also so ein Schnickschnack brauche ich nicht, könnt ihr das auch schließen. Und dann könnt ihr das Ganze hier auf Chinesisch, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Russisch machen. Und wie gesagt, wenn ihr das schließt, dann sind hier auch die Luftballons weg und alles sieht halt ganz normal aus. Ja, wir nehmen mal Deutsch. Ich finde das nämlich echt genial. Könnt ihr auch noch Personenassets hinstellen, die hier feiern. Er hat hier schon ein paar abgestellt. Wir haben hier noch mehr Möglichkeiten, uns das Wasser hier einzustellen, den Schaum quasi, der hier vorne drauf ist. Na, ihr seht, das ist dann zum Beispiel hier. Da haben wir dann den Schaum. Man dann hier tiefes Wasser nehmen, dann ist das alles ein bisschen heller. Hier zum Beispiel sieht das dann so aus. Das könnt ihr euch dann euren Wünschen anpassen. Es ist der absolute Wahnsinn. Also guckt euch das mal an. Ist auch noch so eine Brücke drüber. Die kann man natürlich wegnehmen, wenn das Schiff rausfährt. Ganz klar, besser gesagt hochklappen. Und bevor ich euch jetzt das Depot und so zeige. Ich habe nämlich hier schon Schienen verbunden und Straße verbunden. Das wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Zum krönenden Abschluss hat er hier auch noch das Ganze, ja, wir haben hier das Ganze noch als Asset dabei. Den Kran, den zweiten Kran, dann hier den einen Arbeiter, was auch immer der da hochhält, was denn das? Weiß gar nicht, was das ist. Was wie ein Golfschläger. Dann der mit den Fahnen und dann noch die zwei, die hier schleppen. Kann natürlich auch prima an anderen Baustellen verwenden. Das ist definitiv nichts, was hier exklusiv für die Werft ist. Die Werft an sich ist hier, wie gesagt, so ein Depot. Müsst ihr dann natürlich auch dementsprechend hier am Wasser platzieren, so am Rand. Naja, also zu weit drin geht nicht, zu weit raus geht nicht. Ich habe hier nur so einen ganz kleinen Korridor, wo ihr das bauen könnt. Und das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Also vielleicht merkt man es an meiner Stimme und so, wie ich das Ganze vorstelle. Ich bin echt baff. Also was der Mann zaubert, unglaublich. Ja, ihr könnt hier noch ein bisschen was anderes einstellen. Wählen Sie den Ort der Wand, das ist dann hier diese Wand. Ich habe jetzt alle eingestellt. Ihr könnt auch hier keine Wand, dann haben wir halt keine Wand drumherum.
Oder Mitte und rechts. Ihr seht ja, wie sich das dann verändert. Mittel, links und rechts. Und dann hier hinten und hier vorne. Ich bin eher jemand, der alle einstellt. Das sieht meines Erachtens nach am besten aus. Müsst ihr hier noch ein bisschen Terraforming machen, weil ihr seht hier diese Kanten, die durch die Mauer dann durchgucken, sieht natürlich unschön aus. Vielleicht auch vorher das Ganze schon einebnen, dann habt ihr am wenigsten Probleme. Und ja, wir kaufen jetzt als erstes mal einen Zug. Ihr seht, man kann hier sogar durchfahren. Also man hat hier ein Depot, Durchfahrt. Also ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Nehmen hier einfach mal die 218er, nehmen hier so ein paar, ja, offene Güterwagen und schicken den Zug einfach mal auf die Linie. So, dann kommt er hier raus. Hier sind übrigens auch noch mal die Namen des Depots quasi. Dann kommt der Zug hier raus, fährt über die Industriegleise drüber und fädelt dann hier ein. Auch noch Trailer abgestellt. Absolut, absoluter, ja, wie sagen die Jugendlichen heute, der absolute Burner. Den lassen wir mal fahren. In der Zwischenzeit, entschuldigt, holen wir uns ein paar LKWs hier raus. Ja, die Betonpumpe natürlich nicht. Nehmen wir einfach hier den Kipper. Einmal den Kipper. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Warum nicht? Aha. Aber wir haben doch hier. Warum nicht? Okay. Warum geht das nicht? Wir haben hier eingestellt Straßengüterbahnhof, Straßenbushaltestelle. Gleistyp. Oberleitung. Aber wie soll denn der da rauskommen? Das ist mir jetzt. Der müsste ja eigentlich hier rausfahren. Aus dem Depot. Die Straßen habe ich angeschlossen. Ich sehe jetzt nicht so wirklich den Fehler, weil hier steht auch, es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Nehmen wir das nochmal weg. Und dann füge ich die hinzu. Fahre dann nach hier. Fahre dann nach hier. Das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Warum das nicht funktioniert. Mal gucken kurz. Hier kann ich nichts bauen. Ne, hier kann ich nichts anschließen. Da kommen die dann hier hinten raus. Hier stehen übrigens auch Busse. Ein paar Autos hier abgestellt. Aber wie kriege ich denn jetzt hier mein Fahrzeug raus? Oh, jetzt. Jetzt geht's. Jetzt kommt er da raus. Warum ging es jetzt auf einmal? Ich habe nichts gemacht. Aber jetzt ging es auf jeden Fall. Der fährt dann hier raus und fädelt sich dann hier wahrscheinlich in die Richtung. Nee, in die andere. War ja klar. 50-50 Chance, wo er lang fährt. Können wir einsteigen. Und dann fahren wir hier durch die Werft durch. Unglaublich. Wirklich. Also, wie er das hinbekommen hat, fragt mich nicht. Da kommt der Zug. Jetzt möchte ich aber noch mal gucken, wo das Schiff rauskommt. Was wir kaufen. Kommt das denn hier aus dem Trockendock rausgefahren? Wahrscheinlich, ne? Machen wir noch mal gerade zwei Haltestellen. Einfach mal ganz fix. Einfach nur so zum Spaß. Eine hier
Und einen hier, damit wir eine Linie haben. Von hier nach hier. Und da schicken wir dann das Schiffchen hin. So, kaufen. Nehmen wir hier das Schubboot. Achso. Muss in Sichtweite sein, damit es geht. Okay, dann geht das Dock auf. Das ist ja da, ich. Und das Wasser fließt rein und unser Boot fährt hinaus. Wow. Also was da an Arbeit drin steckt, das möchte ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich mehr Arbeit als eine ganze Schwimmbarkade zu bauen. Dann fährt das Schiff raus. Dann gehen wahrscheinlich die Tore wieder zu. Ja, ich lasse das mal so stehen und würde sagen, das war's für das Video. Schreibt mir bitte eure Meinung, und tut mir bitte, wenn ihr mir einen Riesengefallen tun wollt, dann ja, gebt dem Huge Dragon bitte ein Like und lasst bitte einen verdammt netten Kommentar da, weil wem das nicht gefällt, der sollte Transportweaver vielleicht deinstallieren. Also, das ist für Wirtschaftsspieler super geeignet. Und für Schönbauer sowieso. Ja. Und der Huge Dragon kriegt auch einen riesen Dank von mir. Natürlich sind beide Video-Links, wollte ich schon sagen, ich bin total durch den Wind. Beide Download-Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Ist im Steam Workshop und auf transportfever.com erschienen. Nee, transportfever.net. Ich soll das Video beenden. Ich bin total durch den Wind. Also. Selten hat mich eine Mod so umgehauen. Also Wahnsinn. Es gibt natürlich große Mods wie den Nap oder Joe Freeds Modbox und sowas. Das sind aber Mods, da sind hunderte von Sachen drin. Oder gerade im Nap hübscht die Grafik ja enorm auf, hat richtig coole Gleise dabei und so. Aber so eine einzelne Mod, so ein Gebäude, hat mich selten irgendwas so umgehauen. Sei denn hier der Leipziger Hauptbahnhof, Erfurter Hauptbahnhof, ja, sowas, aber so ein Asset, so ein einfaches Depot, wow, Wahnsinn. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch verdammt viel Spaß damit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.